Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Life is Strange Before the Storm. Wir sind immer noch drin in der Bonus-Episode und haben beim letzten Mal unseren Schatz ausgegraben. Und ich bin mal gespannt, was drin ist. From Bloody Bill. Who's that? I'll get the tape player. Aha. Chloe's dad is such a goofball. Ahoy there, plankwalkers. It's me. Bloody Bill, the Pirate King. What the heck? By now you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary, I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I... won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ugh. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe... look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you are having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw, you are so cute. Check it out. Ugh, Maxine. Ja, und dann haben wir also doch so eine Art Zeitreise, die uns hier erwartet. Wenn auch nicht auf die Art und Weise, wie wir sie kennen. Und jetzt lesen wir mal den Brief von Max an Chloe. Liebe Chloe, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Heute ist Freitag, der 27. Juni 2003. Wir haben Sommerferien und erstellen eine Zeitkapsel für dich und mich in der Zukunft mit dem Thema Piraten. War es nicht lustig, sie zu finden? Hier sind einige Dinge, die wir mögen. Lieblingstier, arabisches Pferd, Max und Otter, Chloe. Lieblingsessen, Hummerrolle, Max und Kaffee, Eiscreme, Chloe. Lieblingsfach, Kunst oder freies Lesen, Max, Wissenschaften, Chloe. Beste Freundin, die andere. Beide. Wie steht es mit dir? Bist du 12 Jahre oder älter? Was ist dein Lieblingsessen, dein Lieblingsfilm und so weiter? Das ist alles für den Moment. Ich hoffe, du hast als Teenager denn viel Spaß mit deiner besten Freundin. Alles Gute, Maxine Caulfield. How about mine? What did I write? This is so Chloe. Ja, dann schauen wir doch mal, was sie geschrieben hat. Liebe Maxine, hallo aus dem Jahr 2003. Hier ist eine Aufzeichnung davon, wie wir unsere Tage verbracht haben. Kannst du erraten, welches davon wahr ist? Erstens, wir gehen auf dieselbe Schule und sitzen in der Pause immer zusammen. Was sonst? Zweitens, wir haben mindestens einmal die Woche eine Pyjama-Party. Drittens, wir mögen extrem salzige Brezel.
Viertens, wir veranstalten ein Rennen, wer seine Eltern zuerst überzeugen kann, ein Haustier zu haben. Fünftens, wir werden zusammenleben, sobald wir es uns leisten können. Und werden nur Goldfarbe benutzen. Sechstens, wir haben viele Feinde bekämpft und uns nie im Stich gelassen. Was hast du geraten? Falls du alles davon geraten hast, liegst du richtig. Deine Freundin für immer, Chloe Elizabeth Pryde. Ja, bloß wird es dich so ganz hinhauen, wenn wir ihr nicht bald die Wahrheit sagen. You were really sweet. Oh man, I was really goopy. I like it. That's because you're a goop. This is so cool. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. I'm gonna draw something. All these memories. I want to look at everything. Ja, dann fangen wir doch mal bei der Kapsel selbst an. This container looks like it could last 100 years. Holy crap! It's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. Vielleicht solltest du runterkommen und dem Typen zusammen mit mir das Gesicht mit Flugkraft wegfliegen lassen. Ja. These are awesome. Chloe's always been good at making up cool things to do. Ja, wir haben ein Hubschrauberfahrrad. Dem man entweder die Motorblätter oder die Räder betreiben kann und natürlich mit einem komfortablen Sitz. Dann haben wir das Geheimrezept für brennende Finger. Ein Feuerstein. Feuerstahl. Und natürlich den Sonnenstrahl. Sonnenlicht-Todesstrahl. Time cap. Most of these are pretty far off base. It's so hard to predict the future. Maybe it's better to enjoy the present instead. Ja, oder man dreht einfach an der Zeit rum. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Vorhersagen für die Zukunft von Chloe und Maxine. Erstens, wir hängen immer noch miteinander rum, mehr als mit irgendjemand anders. Zweitens, wir sind beide mittelmäßig beliebt. Drittens, wir sind beide mit unserem zweiten Freund zusammen. Viertens, wir treffen keine Entscheidungen, ohne die andere zu Rate zu ziehen oder den sprechenden Schädel unserer Feinde. Fünftens, wir haben beide ein Haustier. Sechstens, Chloe hat die Antarktis bereist. Max hätte mitkommen können, wenn sie gewollt hätte. Siebtens, eine von uns hat eine kleine Schwester. Eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder. Achtens, wir sind gut in der Schule. Ja, das wird so nicht eintreten. It actually might be really fun to write letters to Chloe after I move. Is writing once a week too often? Will I run out of things to say?
Ach, da wissen wir schon, dass sie das nicht so wirklich durchgehalten hat. Recording things was so much fun in third grade. It's good to see you, old friend. Keep messing up my picture. There are no mistakes in art. Oh, hier haben wir aber auch noch eine Menge Sachen. We always make so much more of a mess here than at my house. Manga might be the one thing where Chloe out-nerds me. I love how Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. Und natürlich die Schneekugel. Müsste eigentlich die mit dem Reh sein, genau. Die wir auch schon kennen. There. Now you've got something pretty to look at. Hey, little guy. Aren't you cold in there? Keine toten Vögel. Aber es ist windig draußen. You sure were troublesome to find. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Ja, das haben wir ja schon gesehen, dass sie gerne Vorschullehrerin werden würde. I bet there's some really cute photos in there. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Da war sie noch sehr viel jünger. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Und auch das wird sich in Kürze ändern. Chloe and I have been friends for so long. Maybe I'm worrying too much about this move changing things. Ein paar schicke Halloween-Fotos, 2001, 2002 und dann noch eins ohne Halloween. I still haven't told Chloe about my news. I can do that after I finish looking at everything. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? I could use this to recreate that old photo of Chloe. Yes? Pose for a photo with that? Okay, tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. Okay, dann haben wir das Foto für hier auch im Kasten. Chloe and I spilled that wine months ago, but I still feel bad about it.
I hope Chloe's parents never get rid of that swing set. Nein, auch die werden wir noch ein paar Mal wiedersehen. Chloe looks so content when she's drawing. Is that what I look like when I'm taking pictures? Take a break for a second. This artist waits for no stop. That was worth stopping for. Hey, hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Ja, kann man so sagen. I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. This is so silly. Himmel, diese Wunderkugel wird ewig halten. This jawbreaker is going to last forever. Just like our friendship. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa, whoa, whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She didn't like me getting mushy just now. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing, right? Ja, dann würde ich sagen, es ist tatsächlich der richtige Zeitpunkt. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob wir es tatsächlich jetzt machen sollen. Und deswegen würde ich sagen, ich denke noch eine Weile drüber nach und wir vertagen das Ganze auf die nächste Folge. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.